Ich bin soweit. Büro der US-Staatsanwaltschaft, Bezirk New York Süd. Anhörung über den Bombenanschlag auf das World Trade Center. Sagen Sie uns bitte Ihren Namen. Special Agent John Antisev, Federal Bureau of Investigation in New York City. Wir stehen auf derselben Seite, Mr. Antisev, und wollen Sie darauf vorbereiten, was Sie eventuell im Zeugenstand erwartet. Ja, natürlich. Sie gehörten einer speziell zusammengestellten Antiterroreinheit für den Raum New York an. Ja. Gab es für Sie vor der Tat irgendeinen Hinweis darauf, dass man diesen Bombenanschlag plante? Nein, sowas gab es ja in Amerika bis dahin nicht. Sie hatten also als Angehöriger der Sondereinheit auf diese Leute keinerlei Hinweise? Nein, nicht genug, um sie festnageln zu können. Unseres Wissens hat das FBI vor dem Bombenanschlag Trainingsfilme für Terroristen konfisziert, bei eben den Leuten, die jetzt angeklagt werden. Man hielt es nicht für so wichtig, Amateurvideos, Propagandamaterial. Heute sieht die Sache natürlich anders aus. Ja! Das waren also praktisch eine Gebrauchsanleitung zum Bau einer Bombe. Was haben Sie denn von diesen Leuten gehalten? Soweit wir wussten, waren sie gläubige Anhänger eines blinden Scheichs, der einen ehemaligen Laden zu einer Moschee umfunktioniert hatte. War Ihnen klar, welchen Einfluss der Scheich auf diese Menschen hatte? Dass sie ihn verehrten? Ja. Und sogar für ihn töten würden? Es gab keinerlei Anhaltspunkte, dass sie Unrechtes taten. Sie waren Moslems und deswegen noch keine Terroristen. Das Land des Satans. Wir müssen es erobern, um es reinigen zu können. Allah hat uns den heiligen Krieg aufgetragen. Und diesem großen Ziel soll unser Leben geweiht sein. Wir schulden Allah Gehorsam. Doch niemandem steht Gehorsam zu, der Gott nicht Gefolgschaft leistet. Die Gesetze Allahs sind außer Kraft gesetzt worden von den Gesetzen der Ungläubigen. Die Hand des Diebes wird nicht mehr abgehackt. Und solcher, der Alkohol trinkt, wird nicht mehr ausgepeitscht. Der Ehebrecher wird nicht gesteinigt. Das heilige Gesetz des Islam sollte befolgt werden, wie es geschrieben steht. Eine Gesellschaft, ist soweit. Keine Gesetze gibt. Der Zionist hält Montagabend eine Rede. Und wenn sie nicht umkehren auf den sobald rechten schon? Weg, wir müssen alles vorbereiten. Satan an einfallen. Bist du sicher, Gläubiger dass wir richtig handeln? Stell diese Frage nicht mir. Wir verbreiten den Islam, indem wir die Ungläubigen zu Allah rufen. Und sollten sie sich uns widersetzen, Allah, welcher groß ist, sagt, gegen solche bietet auf all eure Kraft und zieht gegen diese auf den Rössern des Krieges. Ihre Herzen sollen erzittern vor Schrecken, denn sie sind eure Feinde. Und diesem großen Ziel soll unser Leben geweiht sein. Wir schulden Allah Gehorsam. Doch niemandem steht Gehorsam zu, der Gott nicht Gefolgschaft leistet. Polizei! Ja.
Fahrzeugpapiere und Führerschein. Hier. Ja. Wohin wollen Sie denn, Gentlemen? Einen Freund besuchen. Darf ich mal einen Blick in Ihren Kofferraum werfen? Wenn Sie wollen. Stop! Weswegen wollen Sie Ihren Freund besuchen? Ich habe eine Händlerlizenz. Sind Sie auch Autohändler? Bleiben Sie beim Wagen. Was dauert das so lang? Wären wir in Ägypten und er wäre da Polizist, würde er uns erschießen. Wären wir in Afghanistan und er Russe, wäre er schon tot. Aber wir sind hier in Amerika. Da ist es anders. Und wir können machen, was uns passt. Heißt einer von den Gentlemen El Said Nosair? El Said Nosair. Das bin ich. Würden Sie sich bitte ausweisen? Gehören die Ihnen? Ja, sind von Gebrauchtwagen, die ich verkaufe. Dann passen Sie mal schön auf die Dinger. Selbstverständlich. Gewehre? Automatische Handfeuerwaffen? Was hat die Polizei sich denn dabei gedacht? Die Waffenhändlerlizenz war gültig, sie verstießen gegen kein Gesetz. Sie haben ihre Rechte. Die Polizei hat uns über diese Geschichte erst nach der Tat informiert. Ich bin nicht zuständig für die Polizei dieses Bundesstaates. Wir hatten keine Ahnung von denen, bis der Rabbi erschossen wurde. Rabbi Kahane? Ja. Da erst sind wir aufgewacht. Würden Sie mir bitte ein Taxi rufen? Ich glaube, da ist eins frei. Ah, nicht im Dienst. Was stehen Sie dann hier? Fahren Sie! Fahren Sie schon! Geht's? Scheiße, los, los! Fahr! Fahr schon! Fahr, fahr! Fahr schon! Fahr! Verdammte Scheiße, Mann! Soeben erhalten wir die Meldung, dass Rabbi Meir Kahane, Führer einer radikalen jüdischen Sekte, die ihren Stammsitz in Crown Heights hat, in Midtown Manhattan angeschossen und tödlich verletzt wurde. Kahane, der eine zentrale Figur der ultraorthodoxen rechten jüdischen Szene war, hatte gerade eine Rede beendet, als ein Delegierter aus der Menge heraus auf ihn schoss. In seiner Rede hatte Rabbi Meir Kahane die amerikanischen Juden dazu aufgerufen, Amerika zu verlassen und nach Israel auszuwandern. Die Schüsse auf den ultrarechten Rabbi in diesem Hotel in Midtown Manhattan wurden aus nächster Nähe auf ihn abgegeben, obwohl er von seinen Anhängern dicht umringt war. Er starb kurz nach seiner Einlieferung ins Bellevue. Was wir Ihnen mitteilen können, ist, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem Mordanschlag um die Tat einer Einzelperson gehandelt hat. El Said Nusser.
Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass an dem Attentat mehrere Personen beteiligt waren. Um 21.45 Uhr stellten die Ärzte den Tod von Rabih Kahane fest. El Said Nosseir, den ein Wachmann der Post angeschossen hatte, als er vom Tatort fliehen wollte, wurde noch am Krankenhausbett wegen Mordes verhaftet. Wie die Polizei mitteilt, ist Nosseir auf das Rednerpult zugetreten und hat die Schüsse... Wir haben Nosseirs Wagen gefunden, stand im Halteverbot. Wo denn? Ungefähr eine Meile entfernt vom Tatort. Der Einzeltäter parkt eine Meile weg. Wie wollte er denn zurückkommen zu seinem Wagen? Der hatte doch bestimmt nicht vor, sich ein Taxi zu nehmen. Glauben Sie, er war gar nicht so allein auf weiter Flur? Wer kann das jetzt schon sagen? Aber so wie es aussieht, will die Polizei die Öffentlichkeit ein bisschen einlullen. Falls Sie es noch nicht mitgekriegt haben, Antisef, ich bin die Polizei. Aber Sie gehören dem FBI-Sonderkommando an, Napoli. Einem Polizei-FBI-Sonderkommando, ha? Ja, ja, ja. Ein Haufen Zeug, was? Ja, Sie haben 47 Kisten mit dem Mr. Nosseirs Wohnung gefunden. Tonbänder, Videos, Zeitungen, Broschüren, Bücher. Hier, sieht aus wie Tagebuchnotizen. Wie gut ist Ihr Arabisch? Wie wär's mit einem Übersetzer? Euer Verein hat doch Kohle. Ja, die hatten gerade mal eine halbe Stunde für das hier übrig. Dann mussten sie wieder an die Post von Saddam Hussein. Washington ist mehr an der Iran-Kuwait-Geschichte interessiert als an dem hier. Und haben Sie was gefunden? Ja. Lasst uns die Feinde Allahs treffen, indem wir die Stützpfeiler ihrer Zivilisation in die Luft sprengen und zerstören. Der Übersetzer meinte, das wäre islamische Poesie. Reimt sich aber nicht. Nein, aber vielleicht das hier. Predigten von Sheikh Omar Abdelrahman. Moslems müssen den Heiligen Krieg führen. Ja, und hier steht, die Juden sind Schweine. Die USA werden von Satan regiert. Was machen wir denn da? Satan finden und unter Polizeischutz stellen. Ja, jedenfalls verschwindet der lebenslänglich hinter Gittern. Er hat den Rabbi vor Hunderten von Augenzeugen erschossen. Wäre ein Wunder, wenn der noch mal rauskommt. Mit Verblüffung reagierten die Zuschauer, als das Urteil im Mordfall Kahane bekannt wurde. Unschuldig. Verteidiger William Kanzler hatte Erfolg gehabt mit seinen Andeutungen, dass Kahane in Wirklichkeit von Gegnern innerhalb der eigenen Organisation getötet worden war. Die Anhänger Nosseirs jubelten, auch wenn er wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz für schuldig befunden wurde. Haben Sie sich daraufhin keine Fragen gestellt? Oh, doch. Wir waren der Meinung, dass noch andere involviert waren. Gab es Anhaltspunkte für eine Verschwörung? Naja, nach dem Urteil war der Fall keine dringende Angelegenheit mehr beim FBI. Danke. Napoli und ich suchten zwar immer noch nach Spuren, aber es gab nicht allzu viele. Keiner bei uns beherrscht Arabisch. Bis auf Ihren Informanten. Sind Sie angemeldet? Nein, aber ich habe Informationen, die das FBI interessieren dürften. Und welcher Art sind diese Informationen? Ich möchte einen hochgestellten Beamten sprechen. Am besten den Direktor des Büros persönlich. Ich werde sehen, wer verfügbar ist. Wenn Sie so lange warten wollen, Mr. Salem. Ahmed Salem. Man kennt mich hier. Nehmen Sie dort drüben Platz, bitte. Mir hat sie auch gesagt, ich soll warten. Wir werden sehen. Wird schon werden. Der Überbringer der Nachricht kann nicht mehr lange warten. Er muss zurück auf sein Schiff. Welches Schiff? Sie wissen schon. Er hat Pläne zur Entführung des Präsidenten. Der Präsident soll durch einen Klon aus dem Magellan-Nebel ersetzt werden. Miss, wie lange dauert's noch? Hm? Ich werde Sie aufrufen. Mr. Salem? Ich sagte schon der anderen Dame, ich will einen hochgestellten Beamten sprechen. Ich bin Special Agent Nancy Floyd von der Nachrichtenabteilung. Ausgezeichnet. Gut. Das ist Special Agent John Antisev von der Antiterror-Sondereinheit. Guten Tag. Soll ich alles nochmal erzählen? Wenn Sie so nett wären. Na schön. Ich kenne da ein paar Leute. Was für Leute? Freunde von Nosseir, der den Rabbi erschossen hat. Alle sind Anhänger von Sheikh Omar Abdelrahman. Sie planen etwas. Sie reden die ganze Zeit davon, wie sie Amerika einen Schlag versetzen können. Warum gerade Amerika? Weil es Israel unterstützt. Außerdem Mubarak in Ägypten. Der Sheikh hasst Mubarak.
Er ist aus Ägypten geflohen. Sie hatten ihn da unter Hausarrest gestellt. Und Sie haben das Vertrauen dieser Leute? Sie halten mich für einen der Ihren. Ich war in der ägyptischen Armee. Ich habe gegen die Juden im Sinai gekämpft. Wieso kommen Sie zum FBI? Sie entehren meine Religion. Der Islam ist für Frieden. Das Wort Islam bedeutet Frieden. Ihr verehrter Scheich Omar unterstützt jene, die meinen Präsidenten ermordet haben. Sadat. Ich war sein Leibwächter. Als er ermordet wurde, habe ich 3 Kugeln abgekriegt. Eine in den Kopf, 2 in den Bauch. Und diese Leute wissen nichts davon? Ich hielt mich im Untergrund auf. Ich war verdeckter Ermittler bei der militärischen Abwehr. Ich bin überall rumgekommen. Ich habe König Hussein getroffen. Ich bin Saddam Hussein begegnet. Keiner hat mich erkannt. Waren Sie nun Leibwächter oder waren Sie Spion? Ich war beides. Dazu Analytiker im Nachrichtenwesen. Ähnlich wie Sie. Ja. Kennen Sie Gaddafi? Wir vom FBI kommen nicht oft nach Libyen. Macht nichts. Ich kann Ihnen sagen, was los ist mit ihm. Er hat Narben an den Schläfen, hier an der Seite. Das kann man auf allen Fotos sehen. Nun, wenn ein Kind ungehorsam, bösartig und verrückt ist, dann sagt man, es hätte schwarzes Blut. Also schneiden Sie die Schläfen auf, damit das schwarze Blut herausfließt. Faszinierend, Mr. Salem. Aber ich glaube, wir interessieren uns mehr für die Freunde von Mr. Nusser, die Sie gerade erwähnten. Dafür sitze ich hier. Ich bin Ihr Mann. Waren Sie an dem Anschlag beteiligt? Nein, Sie haben mir nicht mal was erzählt davon. Haben Sie davon gesprochen, überhaupt jemanden zu erschießen? Sie sprechen über alles Mögliche. Sie reden über Erschießen, Bombenlegen. Bombenlegen? Ja. Ich verlange nichts weiter als ein kleines wöchentliches Honorar. Ich meine, wir sollten ihn einsetzen. Ich auch. Scheich Omar nimmt an einer Islamistenkonferenz in Detroit teil. Salem hat angeboten, ihn hinzufahren. In Ihrem Bericht steht, dass er uns auch angeboten hat, zu erklären, wieso schwarzes Blut bösartig und verrückt macht. Ich weiß, das klingt ein wenig eigenartig. Eine folkloristische Anekdote. Das klingt nach einem Haufen Scheiße. Wir wissen alle, dass Nusser nicht alleine war. Da killen ein paar verrückte Araber, ein paar verrückte Juden. Dennoch verstößt es gegen unsere Gesetze, Sir. Er will Geld, habe ich recht? Das wollen alle. Wir haben ihn überprüft, er ist nicht mehr in die Nähe von Sadat gekommen. Und die einzigen Israelis, gegen die er gekämpft hat, sind Falafelverkäufer in der McDougal Street. Dass er Spion war, ist das richtig? Ja, und wir glauben, dass es immer noch ist. Der ägyptische Geheimdienst wäre doch happy, wenn endlich einer diesem Scheich Oman in den Hintern tritt. Er gilt da drüben als hochkarätiger Aufwiegler. Und wenn es den Ägyptern gelingt, das FBI dafür einzuspannen, weinen die vor Glück. Was ist dazu jetzt, Sir? Was soll sein? Na, will er für uns arbeiten, weil er auf einen schnellen Dollar aus ist? Oder manipuliert er uns für den ägyptischen Geheimdienst? Finden Sie nicht, dass das eine das andere ausschließt? Na gut, benutzen Sie ihn. Nur schön aufpassen. Sehen Sie zu, dass er sie nicht benutzt. Sieben bis 22 Jahre Haft, das ist eine Unverschämtheit. Die Geschworenen haben doch befunden, dass Nusser unschuldig an dem Mord ist. Aber der Richter hat ihm 22 Jahre für all die anderen Kleinigkeiten gegeben. Das wundert mich gar nicht. Das ist Amerika. Israel und Ägypten, das ist der Schwanz der Schlange. Amerika ist ihr Kopf. Und sie wird uns immer verfolgen. Du warst doch in der ägyptischen Armee. Unter dieser Khafir-Regierung, dieses Ungläubigen, dieses Mubarak. Und vorher unter Sadat, und ich muss sagen, leider. Das musst du wieder gut machen vor Allah. Das will ich. Aber wie kann ich das? Richte den Lauf deines Gewehres auf das Herz des Präsidenten Mubarak und töte ihn! Jedem, dem er begegnet, sagt er, er soll Mubarak erschießen. Wenn die Gesetze der Ungläubigen sich der Gesetze erlauben... Es war gut, dass ich hingefahren bin. Ein Haufen Terroristen waren da versammelt. Ich habe einen sehr guten Preis für den Leihwagen ausgehandelt. Was ist das hier? Was? Oh, der Scheich brauchte Batterien für seinen Walkman. Der Scheich brauchte. Wir sind nicht die Melko der Scheichs, Emmett. Wir bezahlen schon Ihre Rechnung. Nancy, was ist das hier? Hm? Da haben wir alle, die auf der Konferenz von Detroit waren. Und wer sind diese Männer? Es war sehr riskant. Die Sicherheitsleute waren äußerst misstrauisch. Dennoch hätte ich gerne Namen. Ich arbeite noch daran. Und ich warte immer noch darauf, von meinem Gehalt zu hören. Oh, was ich kriegen könnte, wären 500 die Woche. Was Sie kriegen könnten? Er hat mir gesagt, ich soll Präsident Mubarak töten. Wer gibt mir die Gewähr, dass das stimmt, Emmett? Ach, Nancy. Ich brauche mehr Benzin. Was? Oh, der Scheich brauchte Batterien für seinen Walkman. Der Scheich brauchte. Wir sind nicht die Melko der Scheichs, Emmett. Wir bezahlen schon Ihre Rechnung. Nancy, was ist das hier? Hm? Da haben wir alle, die auf der Konferenz von Detroit waren. Und wer sind diese Männer? Es war sehr riskant. Die Sicherheitsleute waren äußerst misstrauisch. Dennoch hätte ich gerne Namen. Ich arbeite noch daran. Und ich warte immer noch darauf, von meinem Gehalt zu hören. Oh, was ich kriegen könnte, wären 500 die Woche.
was sie kriegen könnten. Er hat mir gesagt, ich soll Präsident Mubarak töten. Wer gibt mir die Gewähr, dass das stimmt, Emmett? Ach, Nancy. Ich brauche mehr Benzingeld. Ich will, dass ihr den Richter tötet. Töten? Oder ihn entführt und gegen mich austauscht. Ich will raus aus dem Loch. Wir sollten warten, bis man über deinen Revisionsantrag entscheidet, Vetter. Wenn wir ihn töten, könnte das die anderen Richter gegen dich einnehmen. Na ja, vielleicht gnädig mit mir. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Gut. Er wird nicht rund um die Uhr beschützt. Ihr könnt ihn am Wochenende erwischen. Ich habe meinen Teil geleistet. Den Rabbi, hä? Ihr hockt untätig da draußen rum und nichts passiert. Tut was! Ihr müsst ein paar Bomben bauen. Für den Richter, für die jüdischen Abgeordneten. Sachen dafür gibt es in den Läden in Chinatown. In der Canal Street. Völlig legal? Amerika. Hier ist alles legal, hä? Gut, wenn es geht, besorge ich das Zeug. Es geht. Und noch was. Fragt meinen Anwalt nach dem Wachmann, der auf mich geschossen hat. Sollen wir den noch umlegen? Nein. Von dem will ich Blutgeld. Man kocht Fisch 4 Minuten pro Zentimeter. Zentimeter Dicke natürlich. Die Frauen kochen ihn immer zu lange. Meine ägyptische Frau, die konnte sehr gut kochen. Meine amerikanische Frau versteht überhaupt nichts vom Würzen. Wie viele Frauen hast du denn im Moment? Auch im Moment gar keine. Ein bisschen erholen zwischendurch tut doch mal ganz gut. Nina! Na komm, gib mir einen Kuss. Vorsicht, zerquetscht ihn nicht. Oh, ein Leckermäulchen. Kinder. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön, träum was schön. Schluss, geht jetzt. So, jetzt können wir reden. Ich hab da was für diese Bomben, die wir bauen sollen. Patronen für ein Bolzenschussgerät. Davon kann ich über die Arbeit Tausende kriegen. Ganz normaler Baustellenbedarf. Ja, um Nägel reinzuschießen. In den Patronen ist Pulver drin. Streng mal deine Fantasie an. Für ein Bolzenschussgerät? Ja, er hat gesagt, er kann Tausende davon kriegen. Das wird nicht reichen. Damit kann er nicht viel anfangen. Na schön. Nosser hat uns gesagt, wir sollen den Richter erledigen. Und wer genau soll das tun? Na, eigentlich rechnen Sie mit mir. Immer langsam. Wir wollen nicht, dass Sie jemand umbringen. Und ich will, dass überhaupt keiner irgendwen umbringt. Hey, wie ist es? Haben Sie mein Geld? $500. Dann könnte ich Sie ja glatt auf einen Drink einladen. Bin leider im Dienst. Ah. Amerikanischen Frauen. Ah, was für ein Land, hä, John? Was für ein Informant. Was liefert er uns eigentlich? Na, immerhin ein Mordkomplott. Nur, dass er der Mörder sein soll und der tut's nicht. Schon die Planung ist strafbar. Amateurquatsch. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie man Fisch zubereitet. Der Richter ist noch immer am Leben. Aber wir machen Fortschritte. Die hier habe ich in Chinatown gekauft. Eine Phosphorzündschnur. Was soll das? Wollt ihr einen Silvesterknaller hochjagen? Oder etwas für den Dschihad tun? Das ist doch erst ein Anfang. Ich brauche Sprengkapseln, einen Ort, wo ich arbeiten kann, Leute, die mir helfen. Mit einer Hand kann man nicht klatschen, mein Freund. Ich habe ihm gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, wird er unsere Leute aus dem Untergrund kennenlernen. Aber zuerst brauchen wir eine Fatwa von Sheikh Omar. Weiß der Sheikh überhaupt, was wir vorhaben? Der Sheikh weiß, was er wissen sollte. Was wir vor allem wissen müssen, ist, dass wir im Einklang mit den Gesetzen Allahs handeln. Dass Nasser gefährlich war, wussten wir, aber der war ja im Gefängnis. Unser Informant lieferte uns gar nichts. Die anderen schienen weder das brauchbare Material zu haben, noch das Wissen darum. Was sie jedoch hatten, war religiöser Fanatismus. Und das ist eine unberechenbar gefährliche Sache. Sie warten auf eine religiöse Absegnung durch den Scheich. Und dann wollen sie, dass ich ihnen 12 Rohrbomben baue. Für den Richter, die jüdischen Abgeordneten und diverse andere Leute in New York. Denn Amerika ist der Kopf der Schlange, der zertreten werden muss. Sagen Sie. Und das ist Ihr Beweis? Nasser hat ihm gesagt, wo er das kriegt. Da hätte er bloß ein Branchenverzeichnis nachzusehen brauchen. Hören Sie, ich erzähle Ihnen hier einfach nur alles, was die sagen. Und Ihren Freunden vom ägyptischen Geheimdienst, was erzählen Sie denen? Alles, was wir so sagen? Die haben mich angerufen. Ich hab's Nancy gesagt. Und ich hab denen das erzählt, was ich laut Nancy sagen durfte. Gut. Mr. Salem, damit wir in der Sache weiterkommen und um Ihre Glaubwürdigkeit zu unterstützen, tragen Sie in Zukunft ein Mikrofon bei sich. Wie sowas läuft, weiß ich.
Wenn ich Tonbänder abliefere, muss ich vor Gericht aussagen, wo und wie ich sie gemacht habe. Nein, diese Leute sind sehr gefährlich für mich, für meine Familie. Ohne Tonbänder gibt's kein Geld mehr. Entweder Sie machen's oder Sie lassen's. Ein Vorschlag. Sie hören sich die Aufnahme an, damit Sie mir glauben, was ich Ihnen erzähle. Dann geben Sie mir das Band wieder und ich vernichte es. Sie wollen die Bänder wiederhaben? Ja. Warum wollen Sie nicht gleich unsere ganzen Akten dazu haben? Oder vielleicht auch noch meine Krawatte. Gefällt sie Ihnen? Sir, ich finde wirklich wenn nicht, Wenn Mr. Salem eine Mikrofonallergie hat und seine verschissenen Bänder zurückwünscht, dann wünsche ich einen Polygraphentest. Einen Lügendetektor? Oder er kann sich von seinen $500 die Woche verabschieden und seine Märchen woanders verhökern. Mr. Williams. Das FBI wird den Teufel tun und da Mr. Salems unbestätigten Aussagen vorgehen. Napoli und ich werden versuchen, sie zu bestätigen. Wir haben eine Liste von Leuten, die mit Nasser in Verbindung stehen. Wie schön. Wozu brauchen wir diesen Kerl da noch? Emmett, wollen Sie bitte mal... Ja, natürlich. Das war genau die falsche Art, mit ihm umzugehen. Das hier ist eine Antiterroreinheit. Und er ist zurzeit die einzige Informationsquelle. Das kriege ich von euch Agenten ständig zu hören. Ihr lasst euch von euren eigenen Informanten verarschen. Ich denke, wir sollten etwas sensibler vorgehen. Schließt den Mistkerl an einen Lügendetektor an oder schmeißt ihn raus. Und, ist schon was raus? Ja, bei uns haben sie bestanden. Bei euch? Naja, Williams wollte ganz sicher gehen, also hat er den Test nach Washington geschickt. Und die haben das Ergebnis in nicht eindeutig abgewandelt. Dann lüge ich also nicht. Ja, aber was das FBI angeht, könnten sie genauso gut auch nicht die Wahrheit sagen. Dann muss ich also das Mikrofon tragen und ich muss vor Gericht aussagen. Ich kann da leider gar nichts tun. Sie wissen, wie das ist, Emmett. Ich habe Kinder in diesem Land und eine Familie in Ägypten. Das ist zu gefährlich. Wir können sie schützen. Immer? Nein, ich steige aus, Nancy. Sie müssen diese Leute im Auge behalten. Sie beschatten, sie abhören. Genau dafür brauchen wir sie. Überlegen Sie sich's nochmal. Ja. Wenn Sie jetzt einen Rückzieher machen, dann wissen Sie, dass Sie denen eine ziemlich gute Geschichte liefern müssen. Keine Angst, da bin ich gut drin. Fragen Sie ja Mr. Williams. Ich wünsche Ihnen Frieden. Und das war Ihre einzige Quelle? Ich wollte ihn ja. Warum haben Sie ihn dann gehen lassen? Das war nicht meine Entscheidung. Konnte überhaupt kein Einzelner entscheiden. Er bestand den Polygraphentest nicht. Da müssten Sie schon bis nach Washington gehen. Nasser hat angerufen. Er hat nach deinen Fortschritten gefragt. Es gibt da einen Klempner, der kann uns die Rohre beschaffen. Du weißt schon, für die Rohrbomben. Ich bin draußen, Bruder. Ich muss mich von der Sache fernhalten. Und ihr euch von mir. Wieso denn? Das FBI. Ein Agent hat mich heute angesprochen. Sie beobachten mich. Ich habe Ihren Wagen gesehen. Sind Sie dir gefolgt? Nein, nein, nein. Ich bin dreimal umgestiegen in der U-Bahn. Aber ihr werdet ohne mich weitermachen müssen. Ich hab's gefühlt. Ich wusste, irgendwas ist faul. Ich wünschte, ich könnte weiter bei euch sein. Allah sei mit dir, Bruder. Ich sag nur sehr Bescheid. Unser Kampf darf nicht darunter leiden. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Inshallah. Du wirst sehen, es werden andere nachkommen. Salam alaikum. Salam alaikum. Du wirst noch sehen, was für ein verderbtes Land dies ist. Als ich hier noch gelebt habe, war ich Pizzalieferant. Besser, wir trennen uns jetzt. Die Frauen hatten manchmal nur Höschen an, wenn sie mir die Tür aufmachten. Du würdest deinen Augen nicht trauen, Bruder. Nenn mich nicht Bruder. Du kennst mich nicht. Stell dich da vorne an und spiel deine Sache gut. Danke. Dahin bitte. Der Nächste. Ihren Pass bitte. Wenn Sie mir nicht glauben, dann sehen Sie doch in Ihrem Computer nach. Sie sind Schwede, Mr. Khan? Meine Mutter war Schwedin. Mr. Khan, Sie unterhalten sich am besten mit dem Inspektor. Es ist
Sie kommen aus dem Iran, Mr. Youssef? Aus dem Irak. Wo ist Ihr Visum? Ich habe kein Visum. Ich möchte politisches Asyl beantragen. Fliegen Sie immer mit 4 Pässen zu reisen, Mr. Khan? Oder sollte ich sagen, Mr. Mohammed? Das scheint ja Ihr Name in Großbritannien zu sein. Im Irak? Mr. HH? In Pakistan? Ich heiße Ajash, ich wohne in Houston und ich will nur nach Hause. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ja, ich schwöre. Wie lautet Ihr vollständiger Name? Ramzi Ahmed Youssef. Reisen Sie alleine? Ja. Was ist der Zweck Ihrer Einreise in die Vereinigten Staaten? Ich versuche, politischer und religiöser Verfolgung zu entgehen. Welcher davon ist nun Ihr richtiger Name? Mein Name ist Ramzi Youssef. Ich brauchte die, um den Behörden zu entgehen. Mr. Ajash, oder wie immer Sie heißen. Sie sind im Besitz gefälschter Pässe. Sie haben versucht, illegal in die Vereinigten Staaten einzureisen. Ich nehme Sie hiermit fest. Sie haben das Recht auf einen Verteidiger. Können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen ein solcher zur Verfügung gestellt, der Sie vertritt. Waren Sie jemals an subversiven Aktivitäten gegen eine Staatsregierung beteiligt? Nein, nein. Was sind Sie von Beruf? Elektroingenieur. Sie haben versucht, illegal in die Vereinigten Staaten einzureisen. Sie können das Land entweder freiwillig verlassen oder Sie werden einem Einwanderungsrichter vorgeführt. Wofür entscheiden Sie sich? Ich möchte gerne vor den Richter. Warten Sie hier. Sir? Um was geht's denn? Ein Asylantrag von einem Iraker. Wir sollten ihn bis zum Gerichtstermin festhalten. Er hatte mehrere Ausweise bei sich mit verschiedenen Namen. Das Übliche. Cousin hat in der 1 gerade jemand festgenommen, der gleich 4 Pässe hatte. Sir, aber ich finde wirklich, wir sollten den Mann festhalten. Die Zellen sind voll. Wollen Sie ihn mit nach Hause nehmen? Eigentlich nicht. Haben Sie Ihre Rechte verstanden, so wie ich sie Ihnen erklärt habe? Ja. Na bestens. In ein paar Minuten werden Sie in Ihre Zelle gebracht. Sie können sich setzen. Ist das Ihre Reiselektüre? Mein Gott, das sieht ja aus wie die Konstruktionszeichnung einer Bombe. Mr. Youssef, Ihr Antrag auf Asyl kommt zur Verhandlung am 8. Dezember. Sie meinen in 3 Monaten? Ja, versprechen Sie dort zu erscheinen? Ja, natürlich. Nun, dann werden Sie ohne Kautionshinterlegung auf freien Fuß gesetzt. Ich darf einfach gehen? Sie dürfen einfach gehen. Der Informant wusste nichts von Youssef? Der Informant stand nicht mehr zur Verfügung. Wegen Youssef sollten Sie sich lieber an die CIA oder die Einwanderungsbehörde wenden. Keiner hat uns Bescheid gesagt, dass Youssef eingereist war. Es gab nur eines, was wir hatten. Den Mord an Kahane und Nassers Telefonabrechnung. Das sind aber 2 Dinge. Ich kenne keinen El Said Nasser. Er sagt, dass er Nasser nicht kennt. Ich frage mich nur, warum Nasser ihn 3-mal die Woche angerufen hat, bevor er auf Kahane schoss. Ja, das frage ich mich auch. Wäre alles leichter, wenn euer Chef nicht unseren einzigen Informanten vergrault hätte. Jetzt haben wir nur diesen Telefonmist. Schon richtig. Aber so ist es nun mal. Wie viele Namen haben wir noch auf der Liste? 37. Nicht mehr? Nach allem, was wir bisher erlebt haben, waren es 37 Telefonate mit Leuten, von denen ihn keiner jemals gekannt hat. Willkommen, Bruder. Wir haben schon lange auf dich gewartet. Deine Anwesenheit ist eine Ehre für uns. Sehr schön abgelegt. Es ist wirklich ein Segen, dass du da bist. Das Gebäude liegt so abseits, wie es geht in Jersey City. Und es liegt ganz in der Nähe der Moschee. $550 im Monat? Wir müssen 1 Monat im Voraus bezahlen und 1 Monat Kaution. Eine lohnende Investition. Eine Stunde in der Schlacht wiegt 80 Jahre Gebet auf. Bist du bereit, in die Schlacht zu ziehen, Bruder? Es ist der Weg ins Paradies. So ist es. Allerdings wird es ein wenig länger dauern als 1 Stunde, unser Werk zu vollenden.
Ihre Räume liegen in Haus Nummer 2. Das ist gleich da drüben. Und falls Sie irgendwelche Leute brauchen, sind wir für Sie da. Wir haben Packer, Lager. Ist schon in Ordnung. Vielen Dank. Wir machen das alles selbst. Okay, Sie sind der Boss, Mr. Camel. Camel, kann ich das gleich bezahlen? Das müssen Sie sogar. Ja. Weber, Adresse stimmt. Marcel hat ihn zweimal angerufen an dem Tag, als er Kahane erschoss. Kein Weber. Langsam bedauere ich die Vertreter. Keiner bricht weinend zusammen und gesteht, dass er an einer Verschwörung beteiligt war. Und deshalb gibt's keine? Vielleicht spinnen wir ja, John und Williams hat recht, dass Salem uns mal verarschen wollte. Nein, ich glaube, wir spinnen nicht. Fragen wir den doch mal. Verzeihen Sie, wir suchen einen Mr. Weber. Weber? Ja, angeblich wohnt er auf 6A. Oh ja, sie heißt Weber, die Frau. Sie ist Deutsche. Er ist Araber, Abu Khanima. So, so. Er ist Taxifahrer. Sind Sie von der Polizei? Klar. Sehen Sie das an meinem Haarschnitt? Viel Glück. Ich kann nur sagen, soweit ich das sehe, ist das ein Terrorist. Bei dem gehen Tag und Nacht ein Haufen finstere Gestalten ein und aus. Und was der von der Post so alles kriegt. Waffenkataloge und solche Sachen. Hoffentlich könnt ihr das Dreckschwein verknacken. Treffer. Wollen wir mit dem reden? Ich schlag was Besseres vor. Ein Haftbefehl. Alles klar. Okay, Mr. Kamal, ich glaube, da können wir Ihnen helfen. Salpetersäure 105 Gallonen, Schwefelsäure 60 Gallonen. Aber zu 93% reine, wenn's geht. Das dürfte kein Problem sein. Harnstoff 1000 Pfund. Wie hoch ist da der Stickstoffgehalt? 46-47%. Methenamin. Oh, da kommen wir nicht drum rum, ein paar Zettel auszufüllen. Was heißt das, Zettel ausfüllen? Methenamin. Wissen Sie, jemand, der verrückt ist, könnte damit RDX herstellen. Das würde einen Mordsknall geben. Also müssen wir da ein paar Bestimmungen einhalten. Sie brauchen mir nur ein paar Angaben zu Ihrer Firma machen. Sie wollen das in ein Lagerhaus geliefert haben? Idiotische Bürokratie. Ich weiß, schrecklich. Ich habe hier die Formulare, wenn Sie mir nur bitte... Ach, lass mir das jetzt. Ich brauche das Methenamin so schnell noch nicht. Mahmoud Abu Alima? Ja? Taxi- und Mietlimousinenaufsicht. Wir sind dabei, ein paar Stichkontrollen durchzuführen, um gewisse Unregelmäßigkeiten aufzuklären. Und? Dürfte ich einen Blick in Ihr Fahrtenbuch werfen? Jetzt? Ich hätte jetzt Pause. Ich wollte nach Hause. Jetzt? Es wird nicht lange dauern. Mein Mittagessen. Con Edison, ein Gasleck. Na sowas. Es riecht aber gar nicht nach Gas. Soll ich das Haus verlassen? Nein, wir sagen es dann schon. Gaswerke. Seht sie danach. Niemand da. Na dann los. Waffenkataloge. Der Mann hatte recht. Ja, aber keine Waffen. Sieh da, gesammelte Predigten von Sheikh Omar Abdelrahman. Langweilig, aber nicht verboten. Ist da was drin? Ja, ein ganzer Haufen verdreckter Klamotten. Ach, alles Zeitverschwendung. Wir haben doch als Nusair den Rabbi Ashos in seinem Wagen Fingerabdrücke gefunden, die wir nie identifiziert haben. Lass uns doch die Witzbolde alle mal vorladen. Vielleicht landen wir ja einen Treffer.
Floyd hat Observierungsfotos von denen. Salam und die ganze Schar auf einer Schießanlage. Hm. Gut, machen wir eine kleine Ausstellung. Hm. Roberts? Ja. Wir gehen jetzt. Sie können fahren. Danke. Sie haben also Abu Halimas Wohnung durchsucht und gefunden haben Sie... Nichts, was wir verwenden konnten. Er hat Yosef geholfen, die Bombe zu bauen. Hätten Sie dem Mann nicht folgen können? Er hätte Sie vielleicht zu Yosef geführt. Wir wussten ja gar nicht, dass es Yosef gab. Lieber Gott. Hinterher ist man immer schlauer, oder nicht, Herr Staatsanwalt? Willst du, dass ich das hier alles reinbringe? Deswegen haben wir es doch geholt, oder? Also bitte. Rauchloses Pulver, wie du es wolltest. Danke, gut. Sehr gut. Salami, bring das hier auch rein. Wie stellt er sich an? Er ist ein Idiot. Aber dafür will ich. Die Chemikalien werden ins Lager geliefert und hier fangen wir dann bald mit der Herstellung an. Ich brauche nur noch ein paar Sachen. Wie gesagt, wenn ich dir irgendwas beschaffen soll. Immer bereit. Du bist ein wahrer Krieger. Rotschopf, das ist was, was die Europäer in unserem Land hinterlassen haben. Ich weiß, so sagt man. Aber jetzt bin ich ein Krieger Allahs. Also, wenn du was brauchst, ich beschaffe es dir. Wir haben noch einen Bruder, sehr amerikanisch. Kommt leichter an sowas ran. Sie ist sehr, sehr hübsch. Ja, das finde ich auch. Und Sie wollen sie heiraten, ohne sie zu kennen? Aber ich kenne sie. Ich war letztes Jahr 2 Wochen bei ihrer Familie in Jordanien. Meinen Sie, das reicht? Die Familien haben das arrangiert. Sie ist ein ganz wundervoller Mensch. Na, ich denke, schlechter als ich werden Sie es wohl nicht treffen können. Für das Brautkleid wissen Sie deine Adresse. Meine Eltern wollen die Hochzeit hier feiern. Chemical Engineering, Mr. Ayats Büro, guten Tag. Warten Sie kurz. Die City Chemical. Stellen Sie es mir bitte rein. Hallo? Ja. Ich brauche Bleinitrat und Methenamin. 2 Pfund. Nein, nein, ich brauche es nicht hier. Es ist für eine Firma, mit der ich zusammenarbeite. Kamal & Company. Ich würde Sie bitten, es zu unserem Lager zu liefern. Entschuldigung, Augenblick. Hier, der Brautausstatter in Somerset. Den wird sie toll finden. Die wissen über uns Bescheid. Wenn sie wirklich was wüssten, säßen wir jetzt in Handschellen hier. Ach. Die wollen uns nur ein bisschen einschüchtern. Mr. El Gabruni, bitte kommen Sie rein. Der Scheich ist ein großer Mann. Er ist ein frommer Mann. Und er hat in seinen Predigten nie Gewalt befürwortet? Er ist ein Mann Allahs. Er spricht nur darüber, den Weg zu Allah zu finden. Wenn Sie Ihren Vetter im Gefängnis besuchen, über was reden Sie da? Über die Familie. Er hört es gern, wenn wir von den Kindern erzählen. Wieso haben Sie mich hergeholt? Haben Sie etwa mich in Verdacht? Gibt es einen Grund dafür? Ich habe mit diesen Leuten nichts mehr zu tun. Sie wissen es und John weiß es. Nun ja, Emmett, Ihren ganzen Landsleuten da draußen werden die Fingerabdrücke abgenommen und man lädt Sie ein zu einem freundlichen Plausch. Wäre es nicht auffällig, wenn Sie bei der Party fehlen würden? Klar, richtig.
Alles, was Sie mit denen machen, müssen Sie auch mit mir machen. Der Scheich ist ein großer Mann, ein sehr frommer Mann. Wer schreibt euch eigentlich eure Litaneien? Ich finde, da könnte mal was Neues kommen. Allah leitet uns auf all unseren Wegen. Aber er lässt euch auf euren Wegen nicht zufällig Waffen und Rohrbomben finden, nein? Nein. Wozu auch? Klar, richtig. Alles, was Sie mit denen machen, müssen Sie auch mit mir machen. Der Scheich ist ein großer Mann, ein sehr frommer Mann. Wer schreibt euch eigentlich eure Litaneien? Ich finde, da könnte mal was Neues kommen. Allah leitet uns auf all unseren Wegen. Aber er lässt euch auf euren Wegen nicht zufällig Waffen und Rohrbomben finden, nein? Nein. Wozu auch? Und jetzt? Wo soll ich hingehen wegen meiner Fingerabdrücke, hm? Also, wie Sie den auseinandergenommen haben, alle Achtung. Haben Sie eine bessere Idee? Wir haben sämtliche Namen vorgeladen, die auf Nassers Telefonliste standen. Vielleicht sind es ja bloß seine Kegelbrüder. Aha. Läuft klasse, was, Jungs? Aha. Noch eine prima Nachricht. Washington lehnt unseren Antrag, das Telefon der Scheichs anzuzapfen, ab. Ach, was brauchen wir denn noch, dass wir da rankommen? Den Nachweis, dass er eine Straftat plant. Verzeihung, bin ich jetzt blöd? Ist dieser Nachweis nicht der Sinn und Zweck einer Abhöraktion? Genau. Könnten wir ihn anzapfen, kriegten wir den Nachweis dafür, ihn anzapfen zu können. Nur bräuchten wir ihn da nicht mehr anzuzapfen. Und dann ist er noch Religionsführer. Das heißt, es gibt eine Menge Richtlinien zu beachten, damit sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nicht beschnitten wird. Auch wenn er 10-mal sein Gift verspritzt und ursprünglich sowieso nicht hätte einreisen dürfen. Klasse. Religionsfreiheit als Schutzmantel für einen Haufen fanatischer Mörder. Und wenn diese Jungs in ihren Wahnvorstellungen scharf darauf sind, uns in die Luft zu jagen, können wir einen Dreck dagegen machen. Zu Hause würde ihnen die Polizei Stacheldraht in den Hintern rammen. Kein Wunder, dass sie alle herkommen. Tja. Amerika. Ein Paradies für Terroristen. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Bruder Ajash, ich... Stell den Eimer in die Küche! Ich arbeite mit einem Schwachkopf zusammen. Mhm. Stell ihn da rein. Und misch das Ganze nochmal neu. Wie ist das Gefängnis sonst? Oh, die Betten sind nicht schlecht. Fast besser als zu Hause. Und sie haben Farbfernsehen. Da laufen die Musikvideos den ganzen Tag. Mit nackten Mädchen. Ich wende natürlich den Blick ab, damit ich Allah nicht beleidige. Na, das hört sich doch gut an, Ahmed. Ich hatte schon meinen Gerichtstermin. Wie ist es mit deinem? Oh, Mist. Der war schon längst und ich habe ganz vergessen hinzugehen. Sie haben mir nur ein halbes Jahr gegeben und das habe ich schon fast abgesessen. Und eine Geldbuße von $50. $50? Das verkraften wir gerade noch. Die haben mich nach den Sprengstoffhandbüchern ausgefragt. Du weißt schon. Mhm. Ich habe gesagt, die hätte ich dabei gehabt, weil ich an einem Lexikon arbeite. Und die Richterin hat mir geglaubt. Sie hat dem Staatsanwalt gesagt, er muss mir die Handbücher zurückgeben. Und wenn irgendwas fehlt oder beschädigt ist, muss er es mir bezahlen. Das ist ja unglaublich. Ich werde sie meinem Anwalt geben. Du hast ja wohl mittlerweile alles, was du brauchst. Mhm. Ich rufe ihn an. Und stell dir vor. Ich kann dir sogar einen Computerkurs machen. Das ist ja toll. Wunderbar. Ich muss Schluss machen. Zu viel Harnstoff? Wir müssen zum Lager fahren. Wir brauchen noch mehr Salpetersäure. Statt Harnstoff können wir auch Urin nehmen. Aber nicht mal so ein ausgemachter Esel wie du kann Salpetersäure pissen. Entschuldige. Wie kalt wird es heute Nacht? Was meinst du? 5 Grad minus vielleicht? Ich glaube eher mindestens 10. Ich vermisse das Wetter zu Hause. In Amman hat es nur einmal geschneit, als ich noch ein Junge war. Die Kälte ist für uns von Vorteil. Hast du gewusst, dass Nitroglycerin, wenn es sich erwärmt, explodieren kann durch die Bewegung seiner eigenen Moleküle? Ich habe alles, was wir brauchen. Können wir gehen?
Wir werden Geschichte machen, Mohammed. Weißt du, was das bedeutet? Ich denke schon, ja. Nur, dass wir die Bücher diesmal selbst schreiben, damit die Welt endlich aufwacht. 1118, als die Spanier Algeciras angriffen, da... Ich kann nichts dafür. Und hier auf der Kreuzung kam er von der Seite. Er war plötzlich da. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Mister. Wir kümmern uns um Sie. Ja, grün. Der Wagen. Was ist mit dem Wagen? Meine Sachen sind in dem Machen Wagen. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Polizei wird sich um Ihre Sachen kümmern. Alles klar? Sie bleiben jetzt ganz ruhig. Wo bringen Sie den Wagen hin? Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir kümmern uns um Sie und die Polizei kümmert sich um Ihre Sachen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das ist nicht mein Wagen. Ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, wem der Wagen gehört. Was geschieht mit meinem Vetter? Das ist doch unglaublich. Ja, allerdings. Heißt das, die Polizisten in Jersey hatten den Bombenbauer, seinen Komplizen und die Chemikalien direkt vor ihrer Nase, bevor die Bombe explodierte? Hat eine gewisse Komik, nicht wahr? Hast du alles gekriegt? Dem Pförtner von der Polizeigarage haben wir erzählt, wir bräuchten aus dem Wagen ein paar private Sachen. War keine Schwierigkeit. Wir sind sehr fleißig gewesen. Das Harnstoffnitrat ist fertig. Ausgezeichnet. Ich war auch fleißig, und zwar von hier aus. Alles sehr praktisch. Ich habe noch pulverisiertes Metall bestellt. Wozu denn? Ich dachte, wir hätten alles. Das erhöht nochmal die Wirkung. Ohne dieses Pulver macht das Harnstoffnitrat mit ihm. Und jetzt, wo ich hier so liege, ist mir noch was eingefallen. So wie es bis jetzt aussieht, wird sich das Gebäude durch die Sprengung zunächst leicht neigen. Wenn jetzt, auf dem Höhepunkt der Detonation, wenn Turm 1 im Begriff ist, zusammenzufallen, wenn jetzt noch eine zweite Ladung hochgehen würde, dann könnte es sein, dass der eine Turm in den anderen hineinfällt. Du meinst, alle zwei würden einstürzen? Ich brauche dazu komprimierten Wasserstoff. Nur der ist für uns nicht legal zu kriegen. Frag Bruder Ayad. Wenn es einer schaffen kann, dann vielleicht er. Ich habe den Wasserstoff bestellt, den Josef haben wollte. Die Flaschen werden morgen ins Lager geliefert. Wenn alles klappt, können wir morgen Abend loslegen. Da. Auf die sind Sie besonders stolz. Hier ist es. Fahr hier rein. Fröhliche Weihnachten. Abhörprotokolle von Tschechomar-Telefonaten. Ich dachte, das wäre aussichtslos. Wie habt ihr das geschafft? Ich nehme mal an, jemand hat den Richter bestochen. Das Schwein Mubarak tötet unsere gläubigen Brüder. In Ägypten. Der Scheich redet viel über Ägypten. Aufgabe der jungen Männer ist es, den Dschihad zu kämpfen. Wer meint damit die jungen Männer? In Pakistan. Nichts über New York? Mm-mm. Über New Jersey? Die USA? Nichts. Nichts über irgendwen oder irgendwas westlich von Libyen. Maximale Höhe 2,10 Meter. Mhm. Oh, ist das ein großes Gebäude? Ja, aber dafür sind wir auch große Männer. Glaubst du, dass wir das schaffen werden? Wir dürfen nicht versagen. Wir müssen die Außenmauer finden und die Bombe genau daneben platzieren. Wenn sie explodiert, reißt der eine Turm den anderen mit sich. Da vorne links. Das dürfte die Außenmauer von Turm 1 sein. Hey, ihr könnt da nicht parken! Aber du darfst, hä? Ich muss was anliefern und außerdem arbeite ich hier, du Arschloch! Was sagst du zu... Fahr schon los. Wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Ich könnte ihm ja sagen, dass wir hier auch bald was anliefern. Diesmal hatte ich wirklich keine Schuld. Was sagst du? War ich 3 Monate wegen nichts unterwegs und habe mit ägyptischen Spinnern wertvolle Zeit verplempert? Selim hat gesagt, sie wollen Menschen umbringen. Ja. Verdammt, John.
Irgendwas geht da draußen vor, ich weiß das genau. Wenn du recht hast, erfahren wir es wohl als Letzte. Motor, Windschutzscheibe, Türen, Reifen und eine Hecktür. Was will man mehr? Und wenn der nicht groß genug ist, habe ich noch einen Kastenwagen, den Sie mieten können. Gleich da drüben. Wie hoch ist denn der? Der? 260. Dann will ich den hier. Ah, alles klar. Du hast mit Ayat gesprochen? Zweimal. Und er hat gesagt, es kommt heute. Ja, die Firma würde es hierher liefern. Hey, wollt ihr nicht lieber drinnen warten? Ja, gern. Da ist Kaffee, wenn ihr möchtet. Aber ich würde ihn nicht trinken, wenn ihr in den nächsten 48 Stunden nochmal pennen wollt. Danke. Ich sehe euch jetzt doch in letzter Zeit. Was macht ihr denn so? Wir haben Kleinbetrieb. Ach ja? Für was denn? Schwer zu erklären. Ich weiß nicht, wie das hier genannt wird. Oh, das ist für uns. Danke. Vielen Dank. Für ein Zeug? Komprimierter Wasserstoff. Zahlung, wenn's geht, bar oder per Scheck. Sie kriegen einen Scheck von uns. Moment, das darf bei uns hier nicht rein. Ist doch schon drin. Wo wollen Sie die Flaschen hinhaben? Nein, flammbare Gase sind hier nicht erlaubt. Ist schon gut. Das ganze Zeug können Sie wieder wegschaffen von hier. Geht kein Quatsch, wenn man die Dinger zugeschraubt lässt und sie nicht ins Feuer schmeißt, passiert gar nichts. Entflammbare Gase sind verboten. Es geht schon in Ordnung. Nein, geht es nicht. Lesen Sie Ihren Vertrag. Hey, ich muss noch woanders hin. Kann ich die Flaschen jetzt endlich hier abladen? Ja. Ah. Na gut, wir bringen sie gar nicht erst rein. Unser Lieferwagen kommt sowieso gleich. Wann? In 20 Minuten. 20 Minuten. Danke. Vielen Dank. Was denn los? Die wollten Gasflaschen reinbringen, konnten es gerade noch verhindern. Aber gleich soll jemand kommen, der das Zeug wegschafft. Wir schleppen alles Mögliche rein und raus. Möchten nicht wissen, was die hier reinbringen, wenn keiner aufpasst. Ich könnte doch mal nachsehen. Wie denn? Wir haben keinen Generalschlüssel. Oder doch? Die Zentrale hat einen. Wenn ich denen sage, was hier läuft, schicken die mir einen zu. Ich will verdammt noch mal rauskriegen, was die hier lagern, und zwar gleich am Montagmorgen. Na endlich, dann kann's ja losgehen. Ich fahre.
Ein Anwalt im 62. Stock hat seine Sekretärin rausgeschmissen, weil sie gekifft hat. Jetzt will er, dass ich alle Schlösser auswechsle. Ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Wie wäre es denn nach dem Essen? In Fraß nennst du Essen? Hier, überbackene Auberginen, echt hausgemacht. Und das hier ist echt preiswert. Oh nein, geht das zwischen euch beiden schon wieder los? Da gehe ich lieber in die frische Luft. Also von der Luft geht's hier unten, finde ich. Finde ich auch. Bon Appetit. Nur weil ein Pferd im Morast besser läuft als auf trockenem Boden, heißt das noch lange nicht, dass es im Morast schneller läuft als ein Pferd, das auf trockenem Boden besser läuft. Wenn du dich bei Pferden so auskennst, wieso hockst du dann noch hier unten bei uns? Weil ich euch so gut leiden kann, Freunde. Steve, du hast mir gestern noch gesagt, es stinkt dir mächtig. Das werde ich nie verstehen. Diese Verrückten, die jedes Wochenende aufs Land fahren, die stehen jedes Wochenende 4 Stunden im Stau. Wozu das? Das tun sie deswegen, weil sie in der Stadt nun mal nicht angeln können. Wenn ich Lust auf Fisch kriege, dann kaufe ich mir einen. Ah, unser Meister hält mal wieder hoch. Der Meister isst überbackene Auberginen und hat dir eine extra Portion mitgebracht. Na, dann passt mal auf, dass das Baby keinen zu träumen kriegt. Oh, ich glaube, sowas mag es ganz gern. Vielleicht hätte ich dir 2 Portionen mitbringen sollen. Wieso nicht gleich 3? Dann liefer mal die Magentabletten gleich mit.
Für Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei ist es sehr schwer. Nein, 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 der Sache sind wir nachgegangen. Das haben wir überprüft. Das kann es auf keinen Fall gewesen sein. Die Gewalt der Explosion deutet auf einen Sprengkörper hin, der nur von Ex-Karten entwickelt werden konnte. Das können wir Ihnen erst sagen, wenn wir nähere Einzelheiten recherchiert haben. Aber wir haben gewisse Kontakte, die uns eventuell weiterziehen. Zunächst müssen wir uns gegenseitig abstimmen, wie wir am geschicktesten vorgehen. Staatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwaltschaft, Secret Service, Bundesdrogenpolizei, Bombenräumkommando, Hafenpolizei. Praktisch alle außer der Küstenwache. Die Polizei bestätigt, dass mindestens zwei Menschen bei der Explosion im World Trade Center ums Leben gekommen sind. Hunderte wurden verletzt bei der laut Augenzeugen enormen Explosion, die beide Türme erbeben ließ. Über die Ursache der Explosion kann bisher nur spekuliert werden. Aber eine serbische Gruppe hat sich bereits dazu bekannt. Letzter Aufruf für Flug Nummer 4012 der Pakistan Airlines nach Karachi. Bitte begeben Sie... Polizei? Es waren nicht die Serben. Es war das 5. Befreiungsbataillon des islamischen Dschihad. Ich hab's getan. Die Passagiere Snyder und Jacobs, bitte kommen Sie zu Gate A15. Von bestätigten Berichten zufolge soll es eine Bombe und nicht wie zuvor gemeldet eine Transformatorenstörung gewesen sein, die dieses... So, wir wissen jetzt ein klein bisschen mehr als dieser Bursche da, aber auch nicht viel. In der Luft wurden Nitratspuren gefunden. Das bedeutet, es war eindeutig eine Bombe. Und was für eine Bombe? Eine gewaltige Bombe. Sie muss mit einem Lieferwagen oder sowas da reingekommen sein. Die Leute von der Spurensicherung kämpfen sich gerade durch die Geröllmassen. Sie suchen nach Bombenüberresten, Überresten von Autos, nach der Nadel im Heuhaufen. Gibt's schon Bekenneranrufe? Na, ich würde mal sagen, der glaubhafteste bisher stammt von der serbischen Befreiungsfront. Deren Anruf kam ziemlich früh und wie man weiß, sind die Serben ja nicht gerade begeistert über unsere Politik in Bosnien. Außerdem haben wir Bekenneranrufe von der schwarzen Befreiungsfront, von der chinesischen Befreiungsfront, vom islamischen Dschihad und so ungefähr von jedem Spinner östlich von Kansas. Wir werden also in dieser Sache zusammenarbeiten und jeder guten Idee nachgehen. Denn die, die das waren, sind nicht dumm. Der Lieferwagen von Ihnen ist mir gestohlen worden. Ach wirklich? Und wann? Gestern. Ich hätte jetzt gern die Kaution, die ich hinterlegt habe, wieder. Warum haben Sie nicht gestern angerufen, wenn er gestern geklaut wurde? Hätte ich das tun sollen? Ich hab's der Polizei gesagt. Na gut, Sie bringen mir eine Bestätigung der Polizei und wir erledigen den schriftlichen Kram dafür. Kann ich die Kaution nicht jetzt gleich haben? Nicht ohne polizeiliche Bestätigung. Gut, ich hol sie. Suchen Sie irgendwen? Ein anonymer Tipp. Serbischer Bombenbastler fliegt nach Hause. Körpergröße durchschnittlich, grünes Sportjackett. Grün ist anscheinend zurzeit gerade in auf dem Balkan. Der Balkan-Airflug Nummer 208 wird gewesen. Letzter Aufruf für die Passagiere, Flug Nummer 307 ja. Paris. Hallo? Nein, Zeitverschwendung. Ich weiß eigentlich gar nicht, wonach ich suche. Wir haben ein Stück von dem Lieferwagen gefunden, in dem die Bombe war, mit Fahrzeugnummer. Der Computer hat das Kennzeichen ausgespuckt. Geklaut, hä? Dann brauchen wir nur noch sämtliche Autodiebstähle der letzten Woche aufzuklären. Das war ein Leihwagen. Der Kerl, den ihn geliehen hat, sagt zwar, er sei geklaut worden, aber es fällt mir schwer, es zu glauben. Er heißt nämlich Mohammed Salami. Scheiße. Wir hatten's vor unserer Nase, Freund. Er ist ein Kumpel von Abu Halima und ein Fan von Sheikh Omar. Salam war haarscharf dran. Scheiße. Aber jetzt das Beste, der gute Salami. Nervt die Autovermietung damit, dass er unbedingt seine Kaution wieder haben will. John. Wir hatten sie fast. Wir kriegen sie wieder. Ja. Hier ist die Bestätigung, dass der Wagen gestohlen wurde. Ich habe sie von der Polizei. Der andere Mann hat gesagt, ich soll sie bringen, damit ich mein Geld kriege. $400. Ist der da? Nein, er hat heute frei. Tut mir leid. Aber er hat mir gesagt, dass Sie kommen. Wir haben zurzeit eine Menge Probleme mit geklauten Autos. Ich würde Ihnen wirklich gern helfen. Nur habe ich mir gedacht, vielleicht können Sie uns ein bisschen was Genaueres sagen. Der Wagen ist von einem Einkaufscenter gestohlen worden. Pathmark Plaza. Hier steht es. Ach so. Und da waren Sie einkaufen? Ein Freund zieht um. Dafür brauchten wir den Wagen. Ach ja? Von wo nach wo denn? An die Adresse erinnere ich mich nicht genau. An welche Adresse? Weder an die eine noch an die andere. Verstehe. Hat noch wer anderer den Wagen gefahren? Nur ich. Ich hatte den Wagen sogar noch vollgetankt. Diese $15 sollten mir auch zurückerstattet werden. Weil der Wagen mit Ihrem Benzin geklaut wurde? Genau. Und Sie hatten vollgetankt. Was hat Atkinson eigentlich vor?
ihm auf den Zahn fühlen. Das ist ja unglaublich. Nein, das da ist ja unglaublich. Verzeihung, Miss. Wer sind Sie? Polizei, Sie werden sofort wieder wegfahren. Newster hat berichtet, dass einer der Bombenleger heute hier erwartet wird. Das hat Newster berichtet? Haben Sie es denn nicht gesehen? Nein, das Letzte, was wir brauchen können, seid ihr jetzt. Das hier ist ein Polizeieinsatz. Fahren Sie bitte auf der Stelle weg. Aber die Öffentlichkeit hat doch recht. Sie haben also $400 hinterlegt und dann haben Sie den Wagen 3 Tage lang gefahren, bevor er gestohlen wurde. Ja. Das wären dann $271.68. Und das würde bedeuten, dass wir Ihnen am Ende nur noch eine Summe schulden von $132.38. Das ist nicht fair! Okay, wir wären bereit, auf $200 raufzugehen, wenn die Sache damit gestorben ist. Nein, nein, das ist nicht gerecht! Gut, wie wär's mit 250? Wären Sie mit 250 zufrieden? Reicht das? Ich habe eine Idee. Wir machen halbe-halbe, wir teilen. Die Hälfte von 400? 200 für Sie? Das ist gut. Ja, plus 15 für Benzin. Okay, in Ordnung. Gut, wunderbar. Das hat was. So machen wir es. Ja, unterschreiben Sie hier bitte. Ich unterschreibe. Schön. Und die 15. Na prima. 15. Danke. Vielen Dank. Keine Ursache. Danke Ihnen sehr. Wir danken Ihnen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Wiedersehen. Ja. Alles Gute. Ein Ticket in Amsterdam. Morgen. Adressbuch. Mohammed Salemi, Sie sind verhaftet. Weswegen denn? Kann ich was für Sie tun? FBI, keine Bewegung. Hey, was soll das? Wieso steckt er mich hier rein? Warum kriege ich Einzelhaft? Ich will das wissen! Hey! Wenn die teuflischen Führer dieses Staates glauben, der Krieg geht zu Ende, wenn sie mich hier einsperren, dann hört ihr euch gewaltig! Das ist jetzt erst der Anfang! Bruder Abu Halima, was gibt es so Wichtiges? Nicht hier. Gehen wir ein Stück. Was ist passiert? Sie haben Salemi verhaftet. Und ebenfalls Ayad. Wie kann ich helfen? Ich habe ein Ticket. Ich fliege nach Saudi-Arabien. Von da aus wollte ich zu meiner Familie nach Ägypten. Aber ich weiß nicht genau. Es ist dort zu gefährlich für dich. Geh besser in mein Land, in den Sudan. Ich gebe dir Briefe für einige Leute mit. Man wird dich dort mit Freuden aufnehmen. Danke. Nein, ich danke dir. Wir wissen die Unterstützung der Staatsanwaltschaft zu schätzen, aber die Sache ist jetzt Bundesangelegenheit. Ja, zumal Sie so großartige Arbeit geleistet haben. Wir hatten immerhin einige Festnahmen. Die Sie schon längst hätten machen sollen, nachdem der Rabbi erschossen worden war. Haben Sie sich das Zeug je angesehen, was man damals in Nurseers Wohnung gefunden hat? Als er noch der verrückte Einzeltäter war? Das haben doch Ihre Leute behauptet. Weil Sie ihnen nichts geliefert haben. Ihre Übersetzer haben gesagt, es wäre islamische Poesie. Es waren 47 Kisten. Wir hatten einfach nicht die Leute, um das alles durchzuforsten. Islamische Poesie. Wir werden die Feinde Allahs demoralisieren dadurch, dass wir die Stützpfeiler ihrer Zivilisation zum Einsturz bringen. Genauso wie wir die hohen Gebäude, auf die sie so stolz sind, sprengen. Schlimm, aber sowas zu schreiben ist noch lange nicht strafbar. Und was hätten wir bitte tun sollen? Etwa jedes hohe Gebäude im Land bewachen lassen? Nein, aber es wäre doch angebracht gewesen, die Höchsten zu schützen. Diese Formel zum Bau einer Harnstoffnitratbombe in Nurseers Unterlagen, was hielt denn Ihr Sprengstoffexperte davon? Gab's da sowas? Wir sind noch dabei, das auszuwerten. Ein bisschen spät, finde ich ja. Vielleicht sollten wir uns langsam mal der Zukunft zuwenden, Freunde, und nicht der Vergangenheit. Ich fürchte für die Zukunft leider mehr Anschläge dieser Art. 6 unschuldige Menschen sind zu Tode gekommen und Sie haben ein paar Handlanger verhaftet und nicht die Köpfe. Wie weit sind Sie an dem Scheich dran? Wir haben nicht allzu viel in der Hand gegen ihn, außer dass er im Grunde gar nicht hier sein dürfte. Wie es aussieht, ist er eingereist, obwohl er auf einer Terroristenliste stand. Wie konnte denn das passieren? Offiziell ein Irrtum eines Botschaftsangestellten unserer Vertretung in Khartoum. Und was ist Ihre Meinung? Dass die CIA ihm einen Gefallen getan hat. Sie standen auf derselben Seite in Afghanistan. Offiziell oder inoffiziell, haben Sie eine Idee, wie man an ihn rankommt? Wir arbeiten dran. Falls Sie wirklich etwas finden, bitte sagen Sie uns Bescheid, bevor das nächste Gebäude in die Luft fliegt.
Und nun entschuldigen Sie mich. Williams, haben wir nicht mal einen Informanten unter diesen Leuten, oder täusche ich mich da? Sir, wir hatten, aber es war nie ganz klar, wo seine Loyalitäten lagen. Dann stellen Sie das verdammt noch mal endlich fest, Williams, und schicken Sie ihn zurück an die Front. John, jetzt braucht ihr keine Lügendetektoren mehr, was? Wenn ihr mir geglaubt hättet, wäre das alles nicht passiert. Ich weiß. Mir müssen Sie das nicht erzählen. Ich hab's euch gesagt. Ich hatte euch gesagt, das World Trade Center ist eines ihrer Ziele. Sie haben es sogar notiert. Ich hatte gesagt, das World Trade Center, das Empire State Building, die Grand Central Station. Ich bin sie nochmal durchgegangen, Emmett. In den Notizen stand nichts davon. Bei euch muss eine Bombe einschlagen, bis ihr einem zuhört, was? Jetzt hören wir Ihnen zu. Sie sind ja nicht allein schuld, John. Ich war es ja, der kein Mikro bei sich tragen wollte. Ich wollte nicht vor Gericht aussagen. 50.000 Menschen hätten tot sein können, nur weil ich feige war. Ich komme mir beschissen vor. 6 Menschen sind gestorben, 1.000 verletzt. Wenn der Schächter drin hängt, wollen wir ihn haben. Die Männer, die wir festnehmen konnten, sagen nicht gegen ihn aus. Nie, weil sie ihn lieben. Wir müssen hören, wie er eine Straftat plant. Dieses Mal trage ich ein Mikro. Gut. Denn das geht so weiter, glauben Sie mir. Das war nicht die letzte Bombe. Ich hätte es nur gern, dass weder mein Leben noch das meiner Kinder gefährdet wird. Sie erhalten eine neue Identität, wenn Sie aussagen. Ich möchte Geld, John. Ich bin seit einem Jahr ohne Job. Mastercard ruft ständig an. Ich musste Ihnen sagen, Emmett Salem ist nicht zu Hause. Und mein Scheidungsanwalt will auch noch 1.500. Geld ist Sache der Bundesanwaltschaft. Aber in so einem großen Fall könnte eine 6-stellige Zahl drin sein, vielleicht. 200.000. 1 Million Dollar, John. 1 Million? Ja. Ich verkaufe nicht einen Sack Kartoffeln. Der Mann, dem man vorher keine 500 zahlen wollte, war jetzt 1 Million wert? Wir wollten den Scheich. Um jeden Preis. Es war egal. Und es gab nur eine Chance, dass Salem wieder Kontakt mit ihm aufnahm. Er hatte noch ihr Vertrauen. Der Scheich und seine Anhänger bereiteten den Heiligen Krieg vor. Sie hielten uns für den Teufel. Sie wollten unsere Gesellschaft zerstören. Punkt. Das ist es. Was sagst du dazu? Ausgezeichnet. Ich habe einen Freund in der sudanesischen Botschaft. Er kann uns Erkennungskarten besorgen. Damit kämen wir rein. Boom! Das ist wunderbar. Sehr gut. Wir sollten Codewörter ausmachen. Wie wär's für Vereinte Nationen mit großes Haus? Das große Haus. Allahu Akbar. Und die Bombe können wir Geschenk nennen. Und es gäbe noch mehr Ziele. Das Federal Plaza, wo die FBI-Zentrale ist. Der Tunnel nach New Jersey. Warum nicht? Hast du schon mit Sheikh Omar darüber gesprochen, über das große Haus? Nein, so wird das nicht gemacht. Man braucht ihm nicht zu sagen, was man vorhat. Wir fragen ihn nur, was nach dem islamischen Gesetz erlaubt ist und was verboten. So will er es haben. Ist das große Haus erlaubt? Es ist nicht nur erlaubt, es ist ein Muss. Es ist unsere Pflicht. Ist es wirklich so? Glaubst du mir nicht? Och, mir wäre es einfach wohler, wenn ich es von ihm selbst hören könnte. Ich musste das rote Lämpchen auf dem Aktenkoffer mit einem Kaugummi zukleben. Und das nennt ihr ein verstecktes Bandgerät? Schade um den Kaugummi. Sie können es uns ja berechnen. Die Bänder. Salam alaikum. Hört auf meine Worte. Denn es sind die Worte Allahs. Wenn ihr Frieden für euch und eure Kinder wollt, müsst ihr kämpfen. Ihr habt keine Wahl. Es ist so. Allah will es. Friede sei mit dir, Sheikh. Ich will mit dir reden. Ich habe nie vergessen, wie du mir sagtest, wie vergeudet meine Jahre in Ägypten waren. Ich möchte Allah gefallen. Und es ist mein Wunsch, dir treu zur Seite zu stehen, bis in den Tod. Was kann ich dafür tun? Allah führt dich auf den rechten Weg. Sein Segen komme über dich, Sheikh. Er wird dir helfen, deine Taten zu sühnen. Alhamdulillah. Setz dich. Ja.
Siddiq und ich, wir haben uns etwas vorgenommen, so Allah es will. Es wäre eine große Tat, nur muss ich wissen, ob das Gesetz es erlaubt. Es geht um die Vereinten Nationen. Ist es richtig, in ihnen einen Hort des Teufels zu sehen? Denn mein Schlag gegen sie wird verheerend sein, nicht so eine Pleite, wie es die am World Trade Center war. Was wir vorhaben, wird ihre Grundfesten in Schutt und Asche legen. Aber zuerst muss ich wissen, ist es erlaubt oder verboten? Es ist nicht verboten, aber es wäre von übel für uns Muslims. Also, sollen wir es tun oder lassen? Nein, überlegt euch etwas anderes. Überlegt euch, wie man der amerikanischen Armee selbst Schaden zufügen kann. Aber ein Schlag gegen die Vereinten Nationen würde den Muslims ungeheuer schaden, weil man dann in den Vereinten Nationen ein Zentrum des Friedens sehen würde. Und in den Muslims zwangsläufig Feinde des Friedens. Gut, gut. Was Siddiq dann noch als zweites Ziel vorschlägt, ist die FBI-Zentrale im Federal Plaza. Was würdest du dazu sagen? Wartet noch ein wenig. Wir reden darüber ein andermal. Aber wir haben uns vorbereitet. Wir wollen jetzt etwas tun, Sheikh. Das macht nichts. Habt Geduld. Der Mann, der Kennedy getötet hat, hat sich 3 Jahre darauf vorbereitet. Ramzi Youssef ist voriges Jahr im September ins Land reinspaziert und hat um politisches Asyl gebeten. Ein paar Stunden nach dem Anschlag ist er wieder rausspaziert. Seine Fingerabdrücke waren überall in der Bombenwerkstatt. Da war die Einwanderungspolizei aber auf Draht. Seinen Komplizen Ajaz haben sie bei der Einreise erwischt. Der saß im Knast, als die Bombe hochging, aber er konnte mit Youssef telefonieren. Das geht doch nur, wenn jemand im Gefängnis sowas zulässt. Und was ist mit Youssef? Das State Department hat eine Belohnung von $2 Millionen ausgesetzt. Das haben sie sogar gedruckt. Auf Streichholzschachteln und im ganzen Nahen Osten verteilt. Auf Streichholzschachteln? Da drüben wird viel geraucht. Gab's Verbindungen zwischen dem Scheich und Youssef? Nicht, dass wir wüssten. Nein, wir wissen nichts, woher Youssef gekommen ist, wer ihn geschickt hat. Wir wissen nur, er hat das World Trade Center in die Luft gejagt. Irgendwas Neues von diesem Salem? Nein, die Bänder kennen Sie ja schon. Und was hat er als nächstes vor? Soweit ich weiß, sprengt er demnächst den Holland-Tunnel. Wo wollen wir das Geschenk anbringen? In der Mitte. 2 Autos fahren rein, sie halten. Der Fahrer des Autos, in dem das Geschenk ist, steigt aus und fährt mit dem anderen Wagen weg. Wie lange werden Sie brauchen? Wir stellen den Zeitzünder auf 3 Minuten. Das reicht, damit unsere Leute rauskommen. Aber es reicht nicht dafür, dass die Polizei den Wagen abschleppen kann. Da vorne, siehst du, der blaue Streifen. Das ist genau die Mitte. Das Wasser wird überall reinschießen. Durch den Tunnel kommt danach keiner mehr in die Stadt rein. Das wird die Wirtschaft von ganz New York lahmlegen. Das World Trade Center war im Vergleich dazu gar nichts. Ein Fliegenschiss. Das Empire State Building, der Lincoln-Tunnel, Grand Central Station, die FBI-Zentrale. Großer Gott. Aber jetzt hatten wir die Tonbänder. Die ganze Zeit haben wir im Trüben rumgefischt. Aber jetzt hatten wir endlich die Beweise, die wir brauchten. Bruder Salam hat diese Halle für uns angemietet. Und zwar unter dem Namen Yahud Arad. Als Jude? Das ist gut. Sollen Sie doch denken, die Juden waren es oder die Mafia. Kleines Täuschungsmanöver stiftet Verwirrung. Habt ihr den Scheich eingeweiht über eure Pläne? Ist es erlaubt oder verboten? Schließlich will ich noch mal ins Paradies kommen. Der Scheich hat gesagt, wir sollen uns Zeit lassen. Aber er sagt auch, wir sollen was tun. Und die Ziele? Du kannst ruhig sprechen, Bruder. Ich habe hier alles persönlich nach Wanzen abgesucht. Schadet nicht, vorsichtig zu sein. Heutzutage sind sogar Mauern für die kein Problem. Gut. Sehr gut. Wir werden die Grundfesten ihrer Tyrannei erschüttern. So viele Ziele. Und alle am selben Tag. In Abständen von 5 Minuten. Es wird ein Inferno. Die Welt wird endlich aufwachen. Boom! Und dann nach 5 Minuten wieder. Boom! Und wenn die Leute denken, es ist endlich Schluss, geht's nochmal. Boom! Ihr seid Handlanger des Satans! Allah wird siegen! Nicht schlecht, ha? Ein bisschen dick, finde ich. Die Kamera an der Decke hat bestens funktioniert. Alles drauf. Ausgezeichnet. Endlich. Ich kann es noch gar nicht glauben. Wir sind noch nicht fertig. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Sheikh Omar Abdelrahman? Sheikh Abdelrahman, Sie sind verhaftet. Wir kämpfen für die Sheikh! Nein, dies ist noch nicht der Tag. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sollten Sie das nicht tun, kann von jetzt an alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden. Mag sein, wir bringen diese Terroristen hinter Gitter. Andere werden ihren Platz einnehmen. Ich meine, das ist genau das, was dieses Land ausmacht. Die unbegrenzten Möglichkeiten. Wir können uns nicht vollkommen abschotten. John, kommen wir nochmal auf das zurück, wovon wir eben gesprochen haben. Wir können nicht noch mehr Agenten einsetzen. Und noch mehr Geld. Wenn einer wirklich will. Es ist so einfach. Es ist noch nicht vorbei. Das nächste Mal werden wir sie beide in die Luft jagen.